Hallo meine Lieben, heute mache ich Lavash und ich will Ihnen zeigen, wie mache ich sie. Ich habe schon hier gemacht, 2 Tage vor, jetzt mache ich heute noch einmal. Und ich zeige Ihnen, wie geht das. So, ist alles fertig. Dafür brauche ich Mehl. Ich mache heute Lavash, Mehl, heißes Wasser, 450 ml ganz, ganz gekochtes gerade, 3 Esslöffel Öl und Salz, 1 Teelöffel. Hier mache ich, Mehl habe ich 700 Gramm, mache ich so. Und 1 Teelöffel Salz nehme ich und das heiße Wasser. Das ist so ein Fladenbrot. Ich mische das ein bisschen so und mache ich jetzt den Teig. Das Wasser kommt hier rein. Zuerst mache ich mit dem Löffel so, rühre ich das an, dann mache ich schon wieder hin mit der Hand weiter. Jetzt kommt das Öl hier rein. Das mache ich schon jetzt. Mit der Hand nehme ich jetzt schon den Löffel raus. Das ist schon nicht so heiß. Kann man mit der Hand auskneten, den Teig. So. Zuerst mal aber mit dem Löffel ein bisschen. Das ist zu heiß. Jetzt gebe ich ein bisschen Mehl auf den Tisch so. Und knete ich den Teig ganz schön aus. Ein bisschen Mehl, nicht zu viel. So, den Teig habe ich ganz gut ausgeknetet. Er klebt schon nicht an die Hände so. So, der ist weich. Jetzt lege ich ihn einfach in saubere Schüssel. So. Und decke ich so ab mit einem Beutel. Auf halbe Stunde. Nach halber Stunde machen wir weiter. So lasse ich das. Jetzt. So, jetzt nehme ich den Teig raus, ein bisschen Mehl, ja, der ist noch warm, so. Verteile ich einfach auf 2 Stücken. Ein Stück lege ich zur Seite. Ein Stück mache ich so eine Rolle raus und schneide ich auf die Stücke. So ungefähr 50-60 Gramm ein Stück. Dann nehme ich eine Pfanne. Pfannen müssen wir nehmen, eine mit dicken Boden. Und ganz, ganz schön aufwärmen. Ich mache jetzt solche Kugelchen. Und dann rolle ich sie aus. So. Mache ich sie zusammen.
So, jetzt rolle ich sie aus. Den Teig muss man ganz, ganz dünn ausrollen. So dünn, wie Sie können. Und ich rolle sie so erstmal alle aus und dann fange ich an zum Backen. Das geht schnell, schnell backen. Deswegen ich so. Sehen Sie, so dünn muss man ausrollen. Seht man die Finger durch. Und jetzt lege ich sie alle auf ein Handtuch und dann backe ich sie. Die Pfanne habe ich schon auf drauf gestellt. Die Pfanne muss ganz, ganz heiß sein. Ich kriege keine Luft heute. So, gucken Sie, ich habe sie so dünn ausgerollt. Ganz dünn ausgerollt. Und jetzt kommen sie hier so in die Pfanne rein. Eine Minute. Ein bis zwei Minuten. Und sie sind schon auch fertig. Ich habe eine Pfanne genommen mit dicken Boden und mit dicken solchen Rändern. Sehen Sie? Jetzt lasse ich das. Die Art können Sie gucken. So, das backt sich schon. Brauchen nicht so kräftig anbacken. Ein bisschen. Und andere Seite auch. Jetzt drehe ich um und die andere Seite. So, das ist schon fertig. Das geht sehr, sehr schnell. So sehen sie aus. Liege ich wieder auf ein Handtuch, nehme ich das nächste, ziehe ich so ein bisschen auseinander. Sie muss ganz, ganz dünn sein. So. Und diese, jetzt habe ich hier Wasser genommen und ein bisschen mit Pinsel so spritzig einfach. Und dann kommt das, und denke ich das wieder ab mit Handtuch so. Und dann kommt das wieder nach oben und so mache ich das weiter. Dann werden sie weich. Weich. Entschuldigung. So, jetzt drehe ich wieder um. So, jetzt nehme ich sie raus. Jetzt backe ich sie alle so. Wieder ein bisschen mit Wasser so spritzen. Einfach ein bisschen. Dann kommt das nächste hier rein. Jetzt backe ich sie alle. So, ich habe sie fertig gebacken. So sehen sie aus. Sie sind weich. Sehen Sie? Kann man zusammen so rollen. Kann man Gurke reinlegen, Tomaten, was Sie möchten. Das wie ein Döner. Und wenn hat das Ihnen gefallen, können Sie nachmachen. Probieren Sie aus. Sie sind dünn genug. So sehen sie aus. Hauptsache, sie sind weich. Kann man sie ganz, ganz schön rollen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal, abonnieren Sie mich und bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss!